Mic Check Vienna. Gut, willkommen zum Vortrag. Es ist ein 3 vor 6. Ja, wir sollten noch ein bisschen warten. Wir sind 2 vor. Okay. Können wir eins nach? Ja, Markus, du, ich bin jetzt schon so nervös. Habt hoffentlich nicht die größten Erwartungen an mich. Ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin kein Vortragender. Ich bin nur jemand, der irgendwie ja, meint, es muss endlich was passieren. Und ich bin halt auf einen Teil der Möglichkeiten gestoßen, wie es gehen könnte. Und das bewegt mich einfach, dass ich mich nach vorne hinstelle, auch wenn ich so dastehe. Also hin und wieder vielleicht ein bisschen Geduld mit mir haben, falls ich ein paar Wörter nicht finde oder das Ganze nicht so rund und professionell abläuft, wie man das vielleicht woanders gewohnt ist. Ja. Wollen wir uns noch vorstellen? Ja. Das ist die Nicola Winter und... Und das ist der Milli Badic. Gut. Background? Bisschen. Background, ja, ich bin Molekularbiologin und bin über den Film Zeitgeist Addendum eigentlich auf die Gesellschaftskritik draufgekommen. Habe mich vorher nie für Politik oder sonstige Sachen interessiert, weil ich immer das Gefühl gehabt, ich kann als Person nichts tun, beziehungsweise die Maschine rennt eh und man ist nur... Also man kann nicht wirklich das tun, was notwendig wäre innerhalb des Systems. Und der Film hat mich dann dazu gebracht, nachzudenken, gut, wie weit müssen wir eigentlich unser System hinterfragen. Und er hat mir Mut gemacht, mir doch die Frage zu stellen, wie könnten wir es besser machen. Und ich bin 2009 auf diese Reise gegangen und also habe immer mehr gemerkt, wie viel eigentlich schon da ist an Ideen für Alternativen. Und ich habe nicht die Lösung, aber ich bin auf jeden Fall motiviert, weiter danach zu suchen und mit Menschen mich auszutauschen, die auch auf dieser Suche sind. Und nicht nur suchen und nicht nur theoretisieren wollen, sondern auch praktisch was probieren wollen. Gibt es jemanden, der schon die Lösung hat? Ich glaube, es gibt viele, die glauben, dass sie schon die Lösung haben. Ja. Ja. Also, ich komme eigentlich eher aus der IT-Branche. Ich war typischer Schreibtischmensch, Exzessionist, und nach 8 Jahren habe ich mir immer mal die Frage gestellt, was ich da eigentlich mache. Ich habe für ein internationales Unternehmen gearbeitet und im Endeffekt habe ich das Gefühl gehabt, dass ich für die Katz arbeite. Ja, und das, wie das halt so ist, wenn man sich mal eine Frage stellt, dann kommt man auf andere Geschichten halt auch drauf, was mich eigentlich bewegt hat oder motiviert hat, dass ich eigentlich unglücklich war in meiner Situation. Ich habe zwar mein Geld gehabt und ich habe meine Wohnung gehabt und mein Image und meine Freunde, aber irgendwas hat gefehlt. Und ja, das war dann so eine Journey. Ich sage es kurz, ich bin mittlerweile Yoga-Lehrer, lebe jetzt vegan, trinke kein Alkohol, was noch? Scherzepraktiker und arbeite 30 Stunden lang in einer Schule für fast kein Geld. Also ich habe es irgendwie, ich habe da raus müssen und irgendwie was finden müssen, was mehr Sinn macht. Und 2009 habe ich auch diesen Film gesehen und da war irgendwie diese Vorstellung von der Ressourcen. Und das hat mich absolut fasziniert, weil ich bis dahin nie auf die Idee kam, dieses System überhaupt in Frage zu stellen. Ich schweige denn darüber nachzudenken, woher das Geld kommt. Also, und ich habe eine Handelsakademie besucht. Also ich bin da rausgekommen mit der Führung allen und habe null Ahnung gehabt, wie das Geldsystem überhaupt funktioniert. Und welche Mechaniken da irgendwie am Markt wirken. Und dass der Markt vielleicht doch nicht unbedingt Produkte herstellt, die am besten für uns alle sind, sondern dass da irgendwo immer diese Richtung Profit da ist und das muss einfach da sein. Das ist so aufgesetzt, das System. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Aber jetzt fange ich hier fast schon an. Sollen wir nochmal? Aber jetzt können wir anfangen, oder? Ja. Gut, dann also willkommen zum Vortrag und Workshop zur ressourcenbasierten Wirtschaft. Wir werden das Ganze so aufbauen. Der Milli wird einen Impulsvortrag halten von circa einer halben Stunde. Ich werde mich durch seinen Vortrag durchklicken. Er hat mir die Macht gegeben. Ich darf die Slides weiter tun. Also wenn er sich zu sehr in Rage redet bei einem Slide, werden wir einfach weiterklicken. Also ich bin der Fernseher und sie ist die Fernbedienung. Und ich hoffe, dass mir die Sachen, die ich euch erzählen wollte, zu den Slides einfallen. Und manchmal rede ich vielleicht zu viel und deswegen
Control. Und dann wollen wir in einen Dialog mit euch übergehen und Themen und Lösungen diskutieren. Und ich hoffe, dass wir genauso viel lernen wie ihr von diesem Abend. Gut. Ja. Go. Klick. Okay. Gut. Also da sieht man ein Bild aus einer Stadt in Brasilien. Auf der anderen Seite sieht man die extrem reichen Leute oder normal wohlhabenden Leute mit ihren Terrassen und Pools und ganz nah eine Mauer und dann die Slums daneben. Obwohl die Mega-Slums können das auch nicht sein. Kannst du nicht wegnehmen, weil das ist so bloß? Kennst du dich aus mit dem Lichtsystem? Könntest du mal herumspielen und versuchen, etwas Licht rauszunehmen? Ja? Super. Ja, okay. Gut. Danke. Und ich möchte mit einem Zitat von Dalai Lama beginnen, das ich mit Bildern untermalt habe. Also das Paradox an unserer Zeit ist, dass wir größere Häuser haben, aber kleinere Familien. Dass wir mehr Annehmlichkeiten und Möglichkeiten haben, aber weniger Zeit, um diese zu genießen. Dass wir mehr Diplome, aber scheinbar weniger Verstand haben. Dass wir mehr Wissen, aber weniger Urteilsvermögen besitzen. Das heißt, wir haben so viel an Wissen, aber können nichts damit anfangen, weil nichts sinnvoll ist. Wir haben bessere Medizin denn je und sind irgendwie schlechter dran mit der Gesundheit. Das geht genau in entgegengesetzte Richtungen. Und wir sind auch ganz komisch, was das Thema Kommunikation betrifft, weil wir schaffen es zum Mond oder eher fast zum Mond raufzufliegen, aber den Nachbarn irgendwie so daneben schaffen wir es nicht anzusprechen. Also die Kommunikationsskills gehen irgendwie runter. Ja, wir haben bessere Computer und es ist unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit sich das andauernd verdoppelt und immer schneller und besser wird und in welcher Geschwindigkeit wir Informationen kopieren und verteilen können. Also wir müssen nicht nur mehr Zettel kopieren, wir verschicken virtuelle Links und Videos und so weiter, aber trotzdem können wir nicht besser kommunizieren. Wir sitzen in der U-Bahn und schauen ins Handy und schaffen es nicht, eine Beziehung zum Menschen herzustellen. Wir sind ganz gut in Quantität, wir sind weniger gut in Qualität. Es ist eine Zeit, wo man vom hastigen Essen und von einer langsamen Verdauung. Es ist eine Zeit großer Männer mit kleinen Charaktere. Es ist eine Zeit großer Gewinne, aber oberflächlicher Beziehungen. Und es ist eine Zeit, wo vieles im Schaufenster zu sehen ist, aber wie heißt es schon? Aber wenig im Zimmer. Ja. Das ist eben die Geschichte bei uns. Mehr. Wir wollen immer mehr haben. Und ich bin drauf gekommen, das Problem ist nicht das Problem. Also das Problem sind nicht die ganzen Probleme, die wir kennen, sondern es ist unsere Einstellung, wie wir mit Problemen umgehen. In einer ressourcenbasierten Wirtschaft, also die ressourcenbasierte Wirtschaft basiert eben auf einer anderen Einstellung zu Problemen. Die Art und Weise, wie wir mit Problemen umgehen, könntest du weiter? Also wir wollen zum Beispiel in einer ressourcenbasierten Wirtschaft, wollen wir Konkurrenz durch Kooperation ersetzen. Wir wollen Geld durch Dankbarkeit ersetzen und Handel durch Teilen. Wir wollen Besitz und Eigentum durch Nutzen und freien Zugang ersetzen. Und der Kern vielleicht einer ressourcenbasierten Wirtschaft ist die wissenschaftliche Methode. Was die wissenschaftliche Methode macht, ich hoffe, du könntest das lesen, es erkennt ein Problem, es sammelt Informationen dazu, Daten, Fakten, es stellt eine Hypothese, Hypothese auf und dann wird das überprüft. Ist das wirklich wahr? Ist das nicht wirklich so? Was sind die Ergebnisse? Sind wir zufrieden mit den Ergebnissen oder nicht? Da wird das eben analysiert und beim nächsten Durchgang wird versucht, was daraus zu lernen. Also eine wissenschaftliche Methode, wenn man das anwendet, um Entscheidungen in einer Gesellschaft zu treffen, das heißt jetzt zum Beispiel
Energiegewinnung oder ja, wie wollen wir unser Energiesystem organisieren. Wenn man das mit so einem Ansatz analysiert, dann kommen wir schnell zu dem Ergebnis, dass das, was wir machen, kompletter Schwachsinn ist. Und wir kommen auch schnell zu den Erkenntnissen, dass wir andere Mittel haben. Energie, die von oben einfach kommt oder aus der Erde oder Wind, was auch immer. Und das Schöne an der wissenschaftlichen Methode ist, dass sie nichts Fixes ist. Das heißt, anders wie bei der Kirche, wo man jahrhundertelang irgendwie behauptet, die Erde ist doch flach, obwohl es wirklich schon alle gewusst haben, ich glaube, sie haben es erst 1992 zugegeben, dass die Erde rund ist, ist es bei der Wissenschaft so, dass sie sich andauernd verbessern. Und andauernd kommen sie eigentlich drauf, dass sie etwas falsch verstanden haben. Sie müssen eine Theorie über den Haufen werfen, weil sie einfach neue Erkenntnisse geschaffen haben. Und das ist eigentlich, obwohl es was irgendwie so schwach wirkt, ist es eigentlich was Positives. Und wozu diese ganze wissenschaftliche Methode? Die soll dazu dienen, das Leben auf der Erde zu fördern. In dem Sinne, dass nicht mehr Geld im Mittelpunkt steht und Besitz, sondern Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Lebensfreude. All diese Sachen, die bei uns eher in den Hintergrund gerückt sind, um dem Profitstreben Platz zu machen. Die Zeichen des Wahnsinns. Ich hab das so lustig. Genau, Zeichen des Wahnsinns. In unserem Wirtschaftssystem ist Knappheit eigentlich was Gutes. Also wenn zum Beispiel das Wasser knapp wird, weil wir nicht sorgsam damit umgehen, ist es was Tolles, weil der andere kann das noch vorhandene Wasser in Plastikflaschen abfüllen und die für einen ziemlich guten Preis verkaufen. Eine andere Ausgeburt von unserem Wirtschaftssystem, dem geldbasierenden, ist die geplante Obsoleszenz. Das heißt, man kauft sich zum Beispiel ein Gerät und irgendein schlauer Mensch, der sicher eine Provision dafür kassiert hat, ist draufgekommen, wenn ich in diesem Gerät ein Teil einbaue, das am besten nach der Garantiezeit kaputt wird, oder noch einfacher, einen Chip einbaue, der weiß, jetzt hat er schon genug gemacht. Und dem Gerät sagt, dass das Ding kaputt ist, ist der Käufer eigentlich gezwungen, wieder einkaufen zu gehen. Das heißt, wir produzieren unsere Produkte nicht so, dass sie optimal funktionieren. Ihr wisst das alle, jeder, der ein Auto hat, wie oft muss man damit zum Service gehen? Jeder, der einen Computer hat, andauernd ist was. Handys, all diese Geschichten. Wir produzieren die Produkte eigentlich schon eingebaut mit dieser geplanten Obsoleszenz. Die gefühlte Obsoleszenz, Entschuldigung, eigentlich hast du das recht, aber kurz, weil meine Frau ist eigentlich, sie sagt schon, das wäre schon cool, wenn wir das haben. Bei Merkur gibt es auch gerne ein Angebot mit den Punkten und so, und dann könnten wir uns eigentlich so einen Dyson-Staubsauger besorgen. Und ich habe noch einen uralten Vampir irgendwas, keine Ahnung, so einer, der da drüben irgendwie auf der anderen Seite zu sehen ist. Und ich wehre mich dagegen, dass wir diesen neuen Staubsauger bekommen, weil er funktioniert dann auf der alte, also warum? Aber eben, das ist die gefühlte Geschichte. Das Handy ist eigentlich noch ganz in Ordnung, man kann damit telefonieren, aber es ist halt nicht das neueste iPhone. Und man fühlt sich ein bisschen hinten nach. Und ein anderes Zeichen des Wahnsinns ist dieser große Elefant. Technologische Arbeitslosigkeit. Also wenn ich unsere Politiker irgendwie höre, die uns irgendwie Arbeitsplätze versprechen, dann greifen wir irgendwie am Kopf. Weil wir denken, in einer Welt, wo Technologie so schnell voranschreitet, wo wir sehr gut mit Automatisierung, mit Robotern, mit all diesen Dingen vorankommen, ist es eigentlich Wahnsinn zu sagen, ja, ihr kriegt einen 38-Stunden-Job, ich verspreche euch das. Das ist irgendwie genau das Gegenteil, was passieren müsste. Das müsste eigentlich von der Politik kommen, eigentlich schon vor 50 Jahren, da waren wir soweit, hätte kommen müssen, diese Maschinen machen uns das Leben einfacher. Wir können jetzt, ohne so viel arbeiten zu müssen, viel mehr produzieren als jemals zuvor. Und anstatt, dass man sagt, okay, wir brauchen nicht mehr als, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 20 Stunden in der Woche zu arbeiten, den Rest sollen die Maschinen machen, ja, treibt man die Konkurrenz auf die Spitze. Man muss immer länger in die Schule gehen, man muss immer mehr bangen, wenn man mal einen Job hat, dass man den auch nicht verliert. Wenn man einen Job hat, muss man meistens dann Überstunden arbeiten,
damit man der zeigt, dass man bereit ist, da sein Leben da hinzugeben für diesen Job. Und ja, das ist ein Wahnsinn eigentlich. Gut, um es zusammenzufassen, in einem System, wo der Schuldberg immer größer sein wird als der Geldberg, weil unser Geldsystem so aufgesetzt ist, sind wir zum Wachstum gezwungen. Und ich weiß nicht, wer von euch weiß, wie das Geldsystem funktioniert? Okay, also wir haben ein Handout, das wir nachher, zumindest einen Link, den wir hergeben möchten, und da sind ein paar Links drauf, wo man sich informieren kann, wie das Geldsystem irgendwie funktioniert. Ich werde jetzt nicht genau jetzt darauf eingehen, weil es einfach zu viel Zeit kosten würde, aber ganz kurz, jedes Geld, das entsteht, entsteht aus Schuld. Das heißt, wenn du dir was von der Bank ausborgst, dann kriegst du einen Betrag, aber die Bank erwartet von dir, dass du den Betrag plus noch mehr Geld zurückzahlst. Aber dieses noch mehr Geld kann auch nur von der Bank mit zusätzlichen Schulden kommen. Ja, es ist echt ein spannendes Thema. Bitte anschauen. Und das andere, ja, Profit ist eigentlich unser oberstes Gebot. Also sobald es irgendeine Diskussion gibt um Nachhaltigkeit, kommt schon wieder das Thema Profit auf. Ja, wir verlieren Arbeitsplätze, ja, der Gewinn geht runter und so weiter. Und diese zwei Sachen führen zur Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. In einer ressourcenbasierten Wirtschaft haben wir ein anderes Modell. Wir haben das Modell des menschlichen Körpers. Im Körper ist es so, dass alle Organe miteinander kommunizieren, dass kein Organ eigentlich wichtiger ist als das andere. Jedes hat seine Aufgaben, jedes hat teilweise verschiedene Aufgaben und es gibt keine Streitereien. Es versucht jetzt nicht, keine Ahnung, das Hirn das größte und tollste Organ aller Organe zu werden und nimmt sozusagen den anderen Organen die Blutzufuhr, weil das die Macht hätte es vielleicht irgendwie. Das Hirn würde eingehen. Und ähnlich wie unser Körper ist unsere Erde auch ein System, das miteinander kommuniziert, das nicht unabhängig voneinander ist. Also ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen, du bist für dein eigenes Glück verantwortlich. Das stimmt, bis zu einem gewissen Teil bin ich für mein eigenes Glück verantwortlich. Aber zu einem gewissen Teil bin ich für euer Glück mitverantwortlich und ihr seid genauso für mein Glück verantwortlich. Denken wir einfach nur an Japan, an Fukushima. Ja, wir könnten sagen, ja, die blöden Japaner, die bauen da irgendwie ein Atomkraftwerk, irgendwie Erdbebengebiet, wie kann das sein? Aber uns ist wurscht. Aber es ist uns nicht wurscht, das geht um die Welt, das betrifft einfach jeden. Das ist ein System. Und sich getrennt vom System zu betrachten, das ist ja irgendwie in bei uns. Wir sind alle Individuen, wir sind alle abgekapselt in unseren eigenen Wohnungen und vergessen halt eigentlich, dass wir ohne den anderen aber nicht mal einen Tag können. Hätten wir nicht eine sehr empathische Mutter, würden wir nicht einmal irgendwie überleben können, nicht mal wenige Stunden wahrscheinlich. Irgendwie verdrängen wir das in unserer Gesellschaft und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Aber, danke Nico, Geld, Politik, Wirtschaft sind menschliche Übereinkünfte und keine Naturgesetze. Das ist das Coole. Geld haben wir erfunden, Politik haben wir erfunden. Wirtschaft, so wie wir sie kennen, haben wir erfunden. Das hat sich wer überlegt und das hat man implementiert und wir sind halt hineingeboren worden und deswegen ist es für uns normal und schon immer da und irgendwie, warum soll man etwas, das schon immer da ist und ja, warum soll man so etwas hinterfragen? Es fällt uns eigentlich gar nicht auf. Aber der Punkt ist, es ist menschlich und es ist erfunden worden und deswegen haben wir auch die Macht, das wieder zu ändern. Es ist kein Naturgesetz. Genau, was wäre, wenn wir uns befreien von all diesen Dingen? Hätten wir eine Chance, einander zu vertrauen? Inwieweit drückt Profitdenken unser Urteilsvermögen? Sehen wir alles durch die Brille des Geldes? Genau, die ressourcenbasierte Wirtschaft, das ist ein Bild, so könnte sie vielleicht schon übermorgen ausschauen, wenn wir uns ein bisschen anstrengen würden. Es ist nichts, das man jetzt unbedingt sehr futuristisch anlegen muss. Es ist eher wirklich die Einstellung. Wie löse ich Probleme? Wenn ich zum Beispiel unsere Gebäude anschaue, sie stehen einfach da, meistens sind sie nicht sehr gut isoliert, sie erzeugen keine Energie, man muss sozusagen Energie reinstecken und die fließt von ihnen irgendwie raus. In einer ressourcenbasierten Wirtschaft würde man
diese Probleme eben anders betrachten, neu betrachten. Irgendwo müssen wir wahrscheinlich so ziemlich alles, was wir in unserem Wirtschaftssystem erfunden haben und benutzt und täglich benutzen, eigentlich neu hinterfragen, ob das wirklich der beste Weg ist, damit umzugehen. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Staubsauger. Es stellt sich immer nur die Frage, ist der alte Staubsauger noch gut, brauche ich einen neuen? Und wir schaffen es eigentlich nicht, aus diesem Rahmen daraus zu kommen, zu fragen, ist die Art und Weise, wie wir das Haus überhaupt bauen, gescheit? Könnte man ein Haus so bauen, dass es nicht den ganzen Staub irgendwie reinsaugt? Beziehungsweise könnte man was anderes machen, um diese ganze Staubbelastung zu reduzieren? Könnte man vielleicht in der Frage, ob es Sinn macht, dass jeder ein Auto besitzt, das die meiste Zeit herumsteht und, ich weiß nicht, vielleicht für eine Stunde am Tag gefahren wird? Oder wäre es vielleicht sinnvoller, Autos herzustellen, die man sich einfach teilen kann? Ich meine, das Car2Go ist jetzt eh Gott sei Dank da, aber man könnte das noch verfeinern. Habe ich was vergessen? Nein? Okay. Ja. Genau. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir euch einladen wollen zum Dialog. Und zwar, die ressourcenbasierte Wirtschaft ist eben kein verdientes Modell, sondern eine Denkart, die ständig weiterentwickelt wird. Und wir würden jetzt gerne das runterbrechen und einzelne Aspekte des Lebens durchgehen und fragen, wie das aussehen könnte in einer ressourcenbasierten Wirtschaft. Sozusagen wollen wir jetzt von euch hören, wie eine ressourcenbasierte Wirtschaft aussehen könnte. Das Ding ist, was ich mir wünsche vielleicht für heute Abend, ist, dass jeder mit einer Geschichte nach Hause geht. Mit einer Geschichte, die er weiterziehen kann, mit einer kleinen Vision. Klar können wir nicht die Welt von heute auf morgen ändern, weil es braucht eigentlich jeden einzelnen Menschen dazu, um sowas möglich zu machen. Sonst haben wir die alten Probleme, wie eben Korruption und so weiter. Also, das heißt, wir brauchen Leute, die sich sowas wünschen, die davon träumen, die von so einer Zukunft träumen. Und wenn jeder so ein bisschen mit einer Geschichte heimgehen kann, oder mit einem Teilaspekt zumindest dieser Geschichte, dann wachsen die Chancen, dass sich sowas verbreitet. Ja. Genau. Wir fangen an und ihr stoßt dazu. Ist das okay? Oder hat jemand eine Frage, die er gleich stellen möchte? Beziehungsweise zum Vortrag allgemein. Okay. Dann. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr noch eingeht, aber es ist schon mal eingegangen seid. Ich wollte mal genau wissen, was jetzt ressourcenbasierte Wirtschaft ist, halt genau jetzt was, so ein Prinzipsatz oder so. Also die ressourcenbasierte Wirtschaft versucht mit Hilfe der wissenschaftlichen Methode das Bestmögliche für den Menschen, also das Nachhaltigste und Wertvollste sozusagen für den Menschen zu schaffen. Ein wertvolles Leben. Im Zentrum ist eben diese wissenschaftliche Methode und nicht zum Beispiel, wie wir es oft jetzt haben, Diskussionen von verschiedenen Parteien. Die einen haben halt diese Geschmacksrichtung lieber und die anderen haben diese Geschmacksrichtung lieber und es geht irgendwie nichts weiter. Und unsere Technologie ist so schnell und so vorangeschritten, dass wir eben zum Beispiel Automatisierung so intelligent einsetzen können, dass wir uns vieles von dem, was heute problematisch ist, einfach ersparen könnten. Eine ressourcenbasierte Wirtschaft ist weit weg vom Perfektionismus. Und es ist auch eigentlich weit weg von Utopie. Weil es ist etwas, das sich ständig verändern muss, also können muss. Wenn wir heute zum Beispiel den perfekten Laptop zusammenbauen, mit den besten Teilen, die wir heute finden, dann ist das Ding erstens mal so teuer und keiner kann sich das Ding leisten. Aber zweitens, wenn wir das Ding in 10 Jahren unseren Kindern schenken würden, dann würden die nicht einmal den zum Spielen verwenden, weil der komplett veraltet ist und Schwachsinn ist. Und bei unseren Gesetzen und gesellschaftlichen Strukturen ist es leider eher so, dass wir diese alten Einstellungen und alten Systeme mittragen, obwohl wir heute ganz andere Möglichkeiten hätten. Ja, beantwortet das? Und es geht auch so um die Sache, wenn heutzutage eine Idee vorhanden ist, dann ist zuerst mal die Frage, gut, wie finanzieren wir das? Aber es sollte einfach eine andere Herangehensweise sein. Nicht die Frage, haben wir das Geld, sondern sind die Ressourcen da? Haben wir das Wissen? Und es soll eben möglich sein, eine Gesellschaft grundsätzlich anders zu
koordinieren, dass Menschen genug haben, aber nicht über Geld vermittelt. Also es geht auch eigentlich nicht primär darum, das Geld zu verdammen, weil es hat sicher seine Funktion gehabt. In Zeiten, wo Knappheit herrscht, war das einfach ein Mittel, um herauszufinden, wer sich was von dem nehmen kann. Aber wir leben in einer Welt, ich glaube, wir sind ein bisschen mehr wahrscheinlich als 7 Milliarden Menschen. Wir wissen, dass wir, glaube ich, Essen für 12 Milliarden Menschen produzieren und wir lassen trotzdem täglich zwischen 25.000 und 30.000 Kinder an Armut verhungern. Nicht, weil wir nicht genug zum Essen hätten, sondern weil wir nicht gewillt sind, das ordentlich zu verteilen. Und da versagt einfach das System Geld. Es hat eine gute Funktion irgendwie gehabt bis zu einer gewissen Zeit, aber wir sind technologisch und know-how-mäßig sind wir einfach darüber hinaus. Es ist jetzt eher wie so eine Eisenkugel, die wir halt noch mitschleifen. Und wir sehen auch überall, dass es nicht mehr wirklich funktioniert. Wir wissen ja auch, dass jedes Land der Erde bis zum Himalaya irgendwie verschuldet ist. Und wenn man sich das anschaut, man hat keine Ahnung, wer und wo, wem schuldet die Welt eigentlich dieses Geld? Und was ist das Geld eigentlich? Und wenn man dann noch genauer nachfragt, kommt man drauf, dass das Geld, was wir in den Taschen haben, das ist, glaube ich, nur, weiß nicht, 4% oder ganz wenig Prozent von dem ganzen Geld, was da im Umlauf ist. Das meiste Geld, das wir als Ausrede benutzen und sagen, naja, sorry, du hast kein Geld, kannst du kein Essen kaufen. Das meiste Geld sind einfach nur Zahlen in einem Computersystem. Das sind einfach nur Zahlen, leere Zahlen. Aber irgendwie schaffen wir das, ja, dem eine Bedeutung zu geben und das rechtfertigt dann irgendwie Handlungen, die komplett wahnsinnig sind. Und die Idee hinter Geld war, knappe Ressourcen verteilen zu können, nach halbwegs Kriterien, die halt nachvollziehbar sind. Und die Frage ist jetzt, führt das Geld wirklich noch dazu, oder ist es jetzt nicht eher so, dass Geld Knappheiten erzeugt und dass unser Wirtschaften darauf basiert, dass Knappheit erzeugt wird? Und ist das nicht genau konträr zu dem, was eigentlich Wirtschaft sein sollte? Also ressourcenbasierte Wirtschaft ist ein Name. Es basiert natürlich jede Wirtschaft auf Ressourcen, aber es geht eben darum, sozusagen dieses mentale Konstrukt mal wegzulassen und zu schauen, was ist die materielle Basis und auch die gesellschaftliche Basis für Wirtschaft. Bitte. Mich hat jetzt das Bild von Menschen fasziniert, eben die verschiedenen Organe, die praktisch alles wie in einem Ökosystem sind. Ja. Und ein anderes spannendes Konzept, was mich fasziniert hat, war das von der Bioökonomie, wo es zum Beispiel darum geht, dass die Nachhaltigkeit nicht den Fokus auf die Recycelbarkeit der Produkte hat, beispielsweise, aber die Abbaubarkeit ja. der Produkte. Und ich habe mich jetzt gefragt, inwiefern dieser Aspekt in die ressourcenbasierte Wirtschaft einfließt. Das macht absoluten Sinn. Also wenn man analysieren würde, wissenschaftlich, macht es mehr Sinn, Sachen zu produzieren und sie auf eine Müllhalde irgendwie zu schieben oder sie zu verbrennen? Oder macht es nachhaltig gesehen mehr Sinn, die Sachen so zu produzieren, dass man die Teile, die Rohstoffe dann wiederverwerten kann? Dann ist die Antwort ganz klar. Das macht also millionenfach mehr Sinn. Was ich nicht so ganz verstehe, an diesem Ansatz beispielsweise würden die Produkte für eine Produktionsumstellung basieren, die effektiv nicht nur nachhaltig ist, das heißt nicht schädlich, aber auch noch positiv, sagen wir so, für die Natur, für das ganze Ökosystem. Inwiefern könnten wir das eben von einem monetären System eigentlich abbrechen? Weil für diesen Umschwung würde es ja wiederum, das ist vielleicht jetzt nur mal eingeschränkten Tunnelvision, wiederum Ressourcen aus verschiedenen wissenschaftlichen Ebenen brauchen, die das wieder umdenken, von der ganzen chemischen Struktur schon fast. Ja. Eben, das Hauptproblem ist nicht in der technischen Lösung der Probleme. Also das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist unsere Einstellung zum Problem. Und können wir jetzt einzelne... Ja, bitte. Ich würde zum Ansatz gerne noch etwas ergänzen, bitte. Weil der Ansatz ist, das geht meines Erachtens für mich nicht darum, die wissenschaftlichen Methoden etwas Neues, vielleicht bessere Qualitäten zu erzeugen. Ja, aber sekundär, also die Wissenschaft ist ein neutrales Werkzeug ja. und darum würde ich mich nicht so fokussieren darauf,
zuerst gehört ein ethisches Konzept konzipiert, installiert. Das ethische Konzept kann zum Beispiel auf Empathie basieren. Die Empathie basiert vielleicht deswegen, weil wir erkennen, dass wir in einem verbundenen System leben. Das Geldsystem selbst ist ein verbundenes System, weil der Zinseszins in der Gesellschaft von den unteren Gesellschaftsschichten, von derselben Einkommensklasse, nämlich aus Kapitalinkünften, also weniger Kapitalinkünfte haben, als sie über Zinseszinszahlungen und die Waren, Dienstleistungen sind, nach oben das Geld geschöpft wird. Deswegen gibt es ein bisschen Disparitäten in der Einkommens-, also in der. Ich weiß nicht, ob ich der Frage noch folgen kann, weil es schon sehr lang ist. Es geht um ein ethisches Konzept, nicht um eine wissenschaftliche. Es geht primär um ein ethisches Konzept, ja. Das ist im Vordergrund, ja. Weil sie so den Fokus legen mit wissenschaftlicher Methode. Die Wirtschaftswissenschaft ist eine Sozialwissenschaft und hat mit Ende des 19. Jahrhunderts versucht, mit mathematischen Methoden die Welt oder die Wirtschaft zu erklären und ist bis heute kläglich gescheitert. Also Wissenschaft. Das ist vielleicht das objektivste Instrument, das wir haben, aber es ist die Naturwissenschaft. Das ist die Naturwissenschaft, ja. Ja, da gibt es Naturgesetze, die kommen nicht herum. Aber darum, die Wissenschaft braucht einen Überbau, das ist die Ethik. Und für diese Ethik, die Sie wahrscheinlich anstreben, wäre die Empathie ein geeignetes Instrument. Und die Empathie eben aus dem Wissen heraus, weil wir in einem verbundenen System leben. Tatsächlich nicht esoterisch, nicht religiös gemeint. Tatsächlich. Ja. Wir sind voneinander abhängig. Auf diese Sichtweise passiert das System, aber ja, also, man kann. Also die Wissenschaft gerade ist. Bei dem Bild mit dem Körper und der Erde ist es schon darum gegangen, dass wir als Ganzes ein System sind. Und das Problem ist nur, dass man Ethik, man kann Menschenrechte festsetzen, man kann ethische Konstitutionen formulieren, aber das ändert auf dem realen Leben nichts und vor allem nicht, solange unser tägliches Leben von anderen Gesetzmäßigkeiten einfach geprägt ist, wie vom Konkurrenzsystem, vom Profitstreben. Letztendlich, wenn wir uns in einer Rechtsstaatlichkeit bewegen wollen, muss dieses Denken oder diese Empathie dann in Gesetzen münden. Das ist meine Vorstellung. Ja, das wäre ein Zucker, aber umgekehrt. Also es ist, die Empathie kommt von innen und von den Ernst. Und wenn man dann noch ein Gesetz schreiben möchte, weiß nicht, wenn man möchte, schreibt man ein Gesetz, wo drin steht, wie man sich fühlt. Aber das Wichtige ist, dass wir mal dahin kommen und so fühlen. Ich glaube, dort, wo Menschen zusammenkommen, bedarf es Regelungen. Wie man das dann nennt, oder? Ja, also natürlich, ich kann es nicht beantworten. Also, aber ich kann zum Beispiel fragen, in einer ressourcenbasierten Wirtschaft, wenn jetzt nicht mehr jeder seinen 40-Stunden-Job machen muss, wie würde dann eine Familie zum Beispiel ausschauen, welche Auswirkungen hätte? Genau, das ist eine gute Frage. Was wird sich für eine Familie an alles ändern? Wir haben das Bild jetzt, glaube ich. Ah ja, das haben wir weggegeben, das Bild. Darf ich kurz dazu noch was sagen? Ja. Die Frage war, also es sollte auf Empathie begründet sein, alles was wir tun, aber daraus sollen dann Gesetze erlassen werden. Aber ich meine, wenn Empathie das, also das Problem meiner Meinung nach an der Rechtsstaatlichkeit ist, dass sie da ist. Und deswegen alle denken, okay, ich muss nicht aus Empathie handeln, weil diese Rechtsstaatlichkeit alles zwischenmenschliche Regel. Gut, und der Spielraum ist sehr groß. Ja, aber in meiner Utopie, in die es ja scheinbar jetzt geht, so, ist das überflüssig. Ja, kann ich durchaus beipflichten, aber dann sprechen wir schon von einem neuen Menschen. Ja, wie gesagt, man kann das Ganze in Übergangssystemen sehen. Das haben wir ja heute. Wir haben ja heute Gesetze, die teilweise sagen, wie wir uns benehmen haben. Und wir haben aber tausende Organisationen, die schon angefangen haben, in dieser Richtung irgendwie zu arbeiten. Also, weiß nicht, sei es jetzt Open Source Ecology, sei es jetzt, keine Ahnung, was uns da alles einfällt, Wikipedia, freie Software und so weiter. Wir haben schon, obwohl wir diese Gesetze haben, haben wir Leute, die schon was Neues machen. Also es ist eigentlich genau das, was du sagst. Und ich wollte mal noch schnell was zu dir dazu sagen, weil du mich gefragt hast, Produkte, die nicht nur recycelt, sondern die auch noch positive Auswirkungen haben. Ich habe erst vor 3 Wochen hier auf der Bochum so einen Workshop gemacht über Cradle to Cradle, vielleicht hast du schon davon gehört. Und da geht es genau um das, dass du zum Beispiel, was ich auch vorher erwähnt habe, einen Teppich, der in einem Raum liegt, der den ganzen Staub des Raumes aufsaugt und so die Luft reinigt und einen positiven Effekt hat,
gleichzeitig aber auch aus recycelbarem Material produziert wurde und zu neuen Teppichen immer wieder verarbeitet werden kann, wo es genau darum geht. Und das hat der Herr Baumgart, der Cradle to Cradle erfunden hat, hat das hier vorgetragen und der hat halt gemeint, wir müssen dafür das System nicht umstellen oder neu machen, sondern mit dem System arbeiten. Auf die Frage mit dem Geld und was ist passiert. Und der hat das Konzept auf unser System angelegt. Also das ist mit dem System. Eben, was mir bei dir nicht klar war, ist, inwiefern wir dieses Fit-Denken überhaupt umwandeln können. Also das war das würde heißen, dass wir so fast schon aus der technologischen Sicht das sehen und sagen, okay, die Technologie kann uns auf einen gewissen, also nicht nur die Technologie, die ganze Wissenschaft, so weit bringen, dass wir unsere Produktion gleich behalten können, unsere Verschwendung eigentlich aber sie ökologisch machen. Genau, und das fand ich auch bei ihm am allerschwierigsten zu akzeptieren, weil er gesagt hat, wir sollen verschwenden, wir sollen so viel wie möglich kaufen, aber es ist gutes Kaufen, weil man kann sie wiederverwenden. Und es macht ja keine bösen Auswirkungen. Und das war richtig schwierig zu akzeptieren. Und er hat auch gesagt, ja, Nachhaltigkeit ist gar nicht das richtige Ansatz, sondern sein Ansatz war der richtige. Also das war ein sehr kontroverser Workshop, kann ich sagen. Und das will wieder die Frage aufbringen, inwiefern müssen wir unsere Ethik wieder einbringen. Genau, weil die hat er nämlich überhaupt nicht erwähnt. Er hat sogar gesagt, muss nicht dabei sein. Also das war eben, es ist ein Ansatz, aber er hat alles andere weggewischt. Und ich glaube, es gehört einfach eine Mischung aus allen Ansätzen in die richtige Richtung. Ich glaube, wenn wir uns mal irgendwie von so viel Arbeitszeit befreien und so viel Druck und Stress in der Gesellschaft, fallen uns so viele Sachen ein, die man lieber macht, als einkaufen zu gehen und wieder was Neues und wieder was Neues zu haben. Also ich glaube, mir fallen Sachen ein, erstens würde ich gerne ur viele Sprachen lernen und Zeit haben zum Wellenreiten. Dann möchte ich, das wird mehr säubern. Wenn ich nichts Gescheiteres mache, dann möchte ich den ganzen Tag im Wasser mit Flossen herumschwimmen und die ganzen alten Schuhe da raus. Es gibt so viel Zeugs, das wir tun können, das mehr Sinn macht, außer jetzt sein Haus voll zu machen. Also es wird sicher ein bisschen brauchen, bis man da von dem mal weggeht und sagt, okay, ich muss nicht alles besitzen. Wenn ich einen Zugang drauf habe, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ein Büchereisystem. Ich muss nicht unbedingt das Buch besitzen, um es mir ausbauen zu können und zu benutzen zu können. Wir haben zum Beispiel im 21. Bezirk jetzt sehr viele neue Anlagen. Und ich bin mir immer sicher, jede kleine Familie kauft sich eine Bohrmaschine beim Baumax, benutzt die genau in den ersten 3 Wochen und dann steht das Ding die ganze Zeit. Anstatt eine Bücherei zu haben, die Bohrmaschinen auch verleiht. Aber gratis. Also man könnte das dann erweitern, dass man dort, keine Ahnung, seine Kamera sich ausbaut und einen Film macht, weil man einen Film machen möchte, nicht weil man Millionen einbringen möchte. Denn man braucht dann kein Copyright auf den Film. Man kann einfach sich ausdrücken und braucht aber insgesamt viel weniger Ressourcen und macht einen viel kleineren Fußabdruck, als wenn jeder alles selber kaufen muss und selber besitzen muss und selber lagern muss und alle paar Jahre erneuern muss, damit er irgendwie mitgeht mit der Zeit. Also da gibt es sicher viel bessere Möglichkeiten. Du hattest, glaube ich, eine Frage. Und? Ich habe es vergessen. Okay. Bitte. Ich habe bloß einen Einwurf, weil ich glaube, hier sind ganz viele Leute, die sehr interessiert sind an Änderungen. Ja. Aber Änderungen finden ja nur statt, wenn entweder die Mehrheit mitmacht oder man einen Konsens findet. Es liegt ja auch ein bisschen daran, wie man sich darüber verhält. Und für mich ist eigentlich so der Kernpunkt, wie überzeugt man die Leute, die jetzt nicht hier sind, von der Idee. Und das ist eigentlich so das Spannende. wenn mir jemand sagt, du musst dich so und so verhalten, bin ich meistens erstmal sehr zurückhaltend. Das ist ganz gemein, dass du die Frage jetzt stellst, weil wir wollten die Frage natürlich gegen Ende stellen, wie ihr das nicht macht. Weil wir haben auch dasselbe Problem. Sobald du mit mir redest und irgendwie was erzählst, das er noch nicht kennt, dann Alarm und Probleme und mühsame Gespräche. Und also, ich weiß nicht, ich versuche es durch Vorleben, soweit ich kann. Also das, was ich kann, versuche ich vorzuleben. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel auch in dieser Schule, wo ich meine Glasflasche mitschleppe, wo ich am Freitag jetzt mit Ihnen ein veganes Buffet mache, wo ich ganz anders auf Themen eingehe als andere Lehrer vielleicht, einfach weil sie aus anderen Gebieten kommen. Und ich glaube, es geht nur durch solche Sachen und hauptsächlich auch eben durch Geschichten erzählen, deswegen der Fokus noch darauf. Nehmt eine Geschichte mit, erzählt es davon,
gibt es die Links weiter. Wir haben diese Hangout-Geschichte haben wir so gemacht, dass jeder Comments dazu geben kann. Also ihr könnt es erweitern, das Ding kann wachsen. Und es ist vielleicht etwas, womit manche was anfangen können. Also mir taugt es extrem, dass ich mir einen Dokumentarfilm anschauen kann und dann verstehe, wie geplante Obsoleszenz funktioniert. Oder mir taugt es extrem, wenn ich mir ein paar Vorträge anschauen kann und verstehe, wie das Geldsystem funktioniert. Nicht jeden. Okay, und die zweite Frage, die dann danach kommt, wenn man dann merkt, okay, man hat ein paar überzeugt, aber ein paar sind dann Assistenten, was macht man dann? Das ist nämlich eine viel spannende Frage. Also die Frage ist überhaupt, ob man ihn überzeugen kann. Ja. Weil so wie mit der Ethik, ich habe das Gefühl, das muss von innen kommen. Es muss schon diese Frage von innen kommen, dieser Druck, der uns treibt, hier vielleicht in diesem Raum, ich will was ändern. Ich meine, mit überzeugen, so die Leute zu motivieren, dass sie das selber machen, aber ich glaube, ein paar lassen sich, oder nicht nur ein paar, ein bestimmter Teil lässt sich gar nicht überzeugen. Ich habe halt auch in der Softwareentwicklung gearbeitet und habe da die unterschiedlichsten Kollegen gehabt und ein paar waren einfach auch mit dem, wie es so läuft, und ein paar, ein großer Teil war relativ zufrieden. Und das wird dann, also wenn man das eine schafft oder das eine anfängt, ist dann nur noch interessant, dass man vielleicht auch so ein gewisses Scheitern oder das ganze Sache halt irgendwie im Blick hält und auch überlegt, was man dann macht. Man darf sich dann seinen Fokus nicht zu eng stellen. Also wenn man sich jetzt, das habe ich ungefähr vor 2 Jahren gemacht, dass ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt bricht das System zusammen, ich muss Vorräte einkaufen, ich muss alle Leute überzeugen und jeder muss Bescheid wissen, weil sonst, keine Ahnung, was entsteht, großes Chaos. Und wenn du da so einen kleinen Zeitraum irgendwie setzt und dich so fokussierst, dann bist du knapp am Durchdenken und das ist eigentlich gefährlich. Du musst das irgendwie gelassen, trotz des Wahnsinns muss man es irgendwie gelassen sehen und sagen, wir werden uns hoffentlich in die Richtung entwickeln und ich tue das, was ich tun kann, in einer Art und Weise, in einer Geschwindigkeit und Weise, die mir auch noch gut tut. Also es bringt jetzt nichts, wenn du jede Nacht nur mehr 4 Stunden schlafst, damit du mit mehr Leuten sprechen kannst, weil dann bist du nach 3 Monaten kaputt. Also man muss da irgendwo seine Balance finden und es ist schwierig, wenn man mal auf Facebook ist oder solchen Social-Dingen, dann geht man oft so voll rein und da ist jetzt eine Demo geplant und da gehen jetzt alle hin und dann kommen dann wieder nur 5000 Leute hin und dann denkst du, das gibt's nicht, wohne ich da alleine in dieser Stadt? Aber man muss halt dort anfangen, wo man kann, und ich denke auch, dass jeder Mensch so ein wie ein Lego-Stein ist, wo nicht alle Steine reinpassen. Aber vielleicht kannst du deinen Freund nicht verzeihen, aber vielleicht gibt es einen anderen Freund, der über einen 7-Ecken-Effekt, den du quasi angeschubst hast, oder wer anderer, deinen Freund überzeugen kann. Ich weiß nicht, wer als nächstes war. Also, Franz, du vielleicht? Ja, ich wollte nur sagen, ich hätte auch eine Antwort darauf, was tun wir dann, wenn wir alle übrig bleiben. Und ich würde sagen, ja, wir lassen sie übrig. Das heißt einfach nur, wir können uns nur mit denen befassen, die wollen. Und mit denen können wir wirklich was aufbauen. Und die übrig bleiben, werden früher oder später entweder merken, dass es besser anders funktioniert und auch umsteigen, oder dass es eh nicht besser funktioniert und dass was Gutes nicht umgehen sind. Bitte. Ein bisschen praktischer gesehen vielleicht, ich meine, was... worauf manche Initiative gekommen ist, dass man den Leuten einfach eine Alternative bieten muss, die genauso leicht erreichbar ist. Und das habe ich miterlebt in den letzten 10 Jahren mit Fairtrade. Ich meine, vor 10 Jahren, wo ich im Gymnasium war, gab es überhaupt kein Fairtrade und Bio im Geschäft, wenn man sich eine Jause kaufen wollte. Und jetzt kann ich das auf der Uni überall kaufen. Und selbst in den Automaten zum Beispiel, was ich jetzt bei der Boko auch gesehen habe, was auch nicht überall ist. Also man muss den Leuten auch zugänglich machen. Ich meine, das ist nur die Konsumschiene, das ist das Geilste. Aber zum Beispiel in dem Bereich, also geht es nicht um die ganzen Ideologien jetzt und so, aber man muss die Menschen auch zugänglich machen. Und mit Ideologien oder mit Ethikvorstellungen ist es genauso, dass man einfach eine gemeinsame Sprache finden muss und eigentlich nicht versuchen sollte, allen jetzt eine Ansicht aufzuzwingen oder auch eine Sprache an Menschen aufzuzwingen. So können das die Leute besser annehmen. Darf ich zuerst Sie dann? Also ich würde anschließend an diese Diskussion mal die Frage stellen, wie das überhaupt gedacht ist in Bezug auf das Soziale und vielleicht auch sowas wie die politische Sphäre, weil ich gerade total verwirrt bin, dass irgendwie so gesagt wird, ja, wir kriegen die Leute überzeugt, aber es ist nicht eher die Frage so, irgendwie, wie kriegt man die Bedürfnisse und die Meinungen der Leute überhaupt irgendwie erstmal erfasst. Wen betrifft das denn? Ist das denn jetzt irgendwie gedacht als so
Weltwirtschaftsidee? Oder meint ihr das wirklich eher so, wie das jetzt beschrieben wird, teilweise das Ding, was irgendwie in sich wachsen kann und dann machen die Leute mit Genuss oder so? Weil ich finde es total problematisch zu sagen, wir haben irgendwie die eigenen Lösung und so hat das ja auch gesagt, dass das nicht meint, aber mir ist trotzdem noch nicht klar, wie das so. Also ich finde, man muss da schon mitdenken, sowas wie Mitbestimmung und die Rolle von Menschen und Bedürfnisse in Kommunikation und ich finde, das hängt schon zusammen, so diese Themen komplex mit Leuten begeistern und halt diese Ebene. Also ich kann das gar nicht einordnen. Ja. Na, magst du was sagen? Also ich möchte Menschen, die einfach tun und Lebensrealitäten ändern. Ich bin jetzt nicht. Ich möchte nicht die ganze Welt überzeugen, ich möchte nicht mühsam einen Konsens finden, sondern ich denke, es ist wichtig, dass die Menschen aktiv werden, die mal was anzubieten haben. Und dann, wenn es nicht passt, dann werden sich nicht genug Menschen finden, dass es irgendeine Tragweite findet. Also ich fürchte nämlich, dass man sich versteigt in diesen politischen Diskussionen und wer eingeschlossen ist und wer ausgeschlossen ist. Das sind ja alle Dinge, das müssen wir klar mitdenken, aber da geht es eher um dieses ethische Fundament, das jeder Mensch in sich hat. Deswegen habe ich auch vorher die Frage nach der Familie gestellt, weil ich glaube, dass einfach jeder Mensch, wenn er aufwächst, groß wird, Werte mitbekommt, auf denen sein späteres Handeln einfach basiert und dazu gehört. Bitte? Waren es die richtigen Werte, die er mitbekommen hat? Darum geht es. Also es geht auch darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen, möglichst viele Menschen so aufwachsen können, dass sie diese Werte lernen. Welche und auch nicht so, dass man sie ihnen einprügelt oder dass man sie... Sondern, ja, ich finde... Doch, ein ethisches Konzept. Schade, dass das so... Schade, dass es jetzt eigentlich wieder so ins Ideologische und ob es Marketing oder Überzeugung oder das richtige System übergeht. Was ich verstanden habe von dem ist, wie eine globale, ressourcenbasierte Wirtschaft funktionieren könnte. Und wie das eigentlich auch angefangen hat mit dem Vortrag, habe ich mir gedacht, eben, das ist sehr praktisch. Ich meine, eben die Dimension, wie man das sozial organisiert, gehört genauso dazu. Aber es gehört aber auch dazu, wie man das überhaupt, wie kann man sich das vorstellen, wie das in den nächsten Jahren passieren könnte, sozial, technologisch und wirtschaftlich und systemisch. Also, was zum Beispiel Ressourcenverteilung oder schauen, ob. Ich glaube, ja, Produktionsverteilung heißt. Wahrscheinlich wäre ein gutes Beispiel ein modernes, großes Unternehmen wie Amazon oder sowas. Die haben schon alles implementiert, die wissen genau, also das Lager sagt genau, jetzt haben wir zu wenig von dem Produkt, da müssen wir nachkaufen, nachproduzieren, einholen und so weiter. Und im Endeffekt ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Art Lagerverwaltungssoftware, die uns hilft, das, was wir haben, sinnvoll zu verteilen und die uns hilft, auch nicht zu viel zu produzieren, dass man dann wieder wegschmeißen muss und auch nicht zu wenig zu produzieren. Und es ist im Geldwirtschaftssystem ist es halt auch drin. Dieses System ist nicht da. Es ist jetzt keiner da, der sich hinstellt und irgendwie was vorstellt, sondern es wird einfach gemessen. Man sieht, was die Nachfrage ist, man sieht, was die Menschen kaufen und man versucht sich an dem anzunähern. Ich meine, es gibt dann halt schon in der Geldwirtschaft gibt es halt dann wieder Instrumente, dass man absichtlich versucht, was knapp zu machen und du musst 3 Monate auf dein iPhone warten und Zitterpartie und so weiter. Das sind halt Sachen, die ein Produkt dann vielleicht wertvoller erscheinen lassen, als es ist. Aber es ist halt der andere Trick. Er und dann du. Also erstens hätte ich gedacht, man kann das Licht wieder aufdrehen, als hätte ich mir wollt jetzt noch einen weiteren Film zeigen oder so. Nee, wir wollten noch. Aber ich meine, ich glaube, dass hier bei dieser Veranstaltung, auch wenn es relativ viele Leute sind, dass das Niveau des Bewusstseins, was geschlagen hat, eigentlich ziemlich hoch ist. Und dass wir die meisten Dinge, die ihr vorgetragen habt, eigentlich schon jeder irgendwo einmal irgendwo gehört hat. Ja. Und das geht jetzt, oder es bei uns allen, glaube ich, jetzt wirklich einen Schritt irgendwie in eine prosperierende Zukunft zu setzen. Ich glaube, es würde keiner die Frage beantworten, ob wir so weiterleben können oder ob wir es verändern müssen. Es wird keiner gehen, der sagt, wir können so weitermachen. Aber ich glaube, es gibt gewisse Mechanismen, gewisse Gesellschaftsgruppen, die genau das wollen, dass wir da sind, wo wir sind. Und das Geld auf die Dauer zu verbannen, halte ich allen für so
relevant, weil ich glaube, Geld hat in den Jahrhunderten, wo es verwendet worden ist, schon fast so eine Bedeutung bekommen wie Wasser oder Luft. Es kommt nur darauf an, wie es zum Einsatz kommt. Ja? Wasser zu viel auf einmal ist eine Katastrophe. Orca-Wasser ist genauso eine Katastrophe. Es geht um das Mittelmaß und es geht einfach um den Einsatz des Geldes. Wenn es nicht Leute gäbe, die eine Technik erfunden hätten, wie man es von der einen Schicht die Gesellschaft absaugt und sich selber zum Aufräumen im Tresor lagert, dann darf es ja nicht wundern, dass dieser Kreislauf dann flöten geht. Weil ich glaube, neue Sachen zu machen, ich glaube, wenn alles, es gibt so einen Ausspruch, der heißt Lebensqualität für alle in Einklang mit der Natur. Und ich glaube, dieser Einklang mit der Natur, der ist für jeden normal denkenden Menschen und mit einem natürlichen Hausverstand nachvollziehbar. Aber zuerst müssen wir das Hamsterrad abstellen. Und dann haben wir die Freiheit, über solche Alternativen nachzudenken. Ich glaube nicht, es macht keinen Sinn, ein System zu bekämpfen oder zu kritisieren, sondern es geht einfach darum, eine andere Lösung hinzustellen, die so verlockend ist, dass das Alte einfach keine Diskussion mehr ist. Und ja, und auch beim Geld denke ich, ja, es hat als Informationsmittel vielleicht gedient, eine Zeit lang Bedarf und Angebot zu koordinieren. Aber wir haben mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, Informationen zu übertragen. Wir brauchen nicht mehr die Zahlen dafür. Wir können qualitativ kommunizieren. Na, wir sind nicht in der Situation, die eine Sache loszulassen, weil wir ja davon existenziell abhängig sind. In Teilbereichen schon. Dann können wir, wenn wir davon die Abhängigkeit verlieren, dann können wir uns also neuen Dingen zuwenden. Genau, aber es studieren alle um die Wette, um in dieses heutige System noch hineinzupassen. Dieses Ausbeuterische ist ja nicht wirklich auf den Schulen die Alternativen gelehrt, sondern man muss eben sich so exotische Veranstaltungen eben sich anschließen, damit man leistlos langkommt. Und wenn sich da das Quote Gesellschaft immer noch den alten Parametern orientiert, weil sie davon abhängig sind, dann wird es schwer sein, kann vollkommen nachvollziehen, was du sagst. Aber ich glaube, wir müssen eben schauen, dass wir die Handlungsfreiheit für neue Aktivitäten gewinnen. Ja, wir haben nicht die Macht, ein System auf Knopfdruck abzuschalten und ein neues einzuschalten. Es wird ein bisschen der Übergang irgendwie werden. Und je besser wir, ich sage jetzt mal, es liegt an uns, kommunizieren und inspirieren können, desto besser unsere Chancen. Was anderes ist unrealistisch, weil dann ist es keine Revolution des Geistes und des Bewusstseins, sondern dann ist es irgendwas Aufgezwängtes und das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren. Wie funktioniert so ein neues System? Ich glaube, Volkmar, du wolltest. Ja, ich wollte nur kurz sagen, vor die Bedürfnisse angesprochen worden sind, nämlich dort und du auch von Nachfrage auf Bedürfnis. Also, ich glaube, dass die Bedürfnisse eigentlich überall auf der Welt bei den Menschen sehr, sehr ähnlich sind und sehr wenige in Wirklichkeit. Nur wie diese Bedürfnisse erfüllt werden, ist sehr unterschiedlich. Und da jetzt, weil die Ressourcen da sind, für jeden einen Jaguar hinzustellen, ist nicht die Lösung des Bedürfnisses. Also ich glaube, dass die ressourcenbasierte Wirtschaft das vielleicht schaffen könnte, für jeden einen Jaguar hinzustellen, aber darum geht es in Wirklichkeit gar nicht. Ich glaube, es geht darum, diese Bedürfnisse im Kern zu erfassen und wenn es beim Jaguar das ist, Anerkennung zu kriegen, dann kann es auch ganz anders gelöst werden. Da hinten, bitte. Also der Mann ganz hinten, dann du. Hier. Also, okay, Entschuldigung. Ich wollte sagen, wenn ich es halt irgendwie auch sehr schwer finde, wenn ich glaube, also natürlich kann man irgendwie sagen, dass man irgendwie Produktion umstellen könnte, irgendwie in auf eine ökologischere Ressourcen. Warnendere Weise und sonst was, aber ich glaube halt, dass bestimmte Interessengruppen eben in der, also dass halt sehr viele Menschen, die vielleicht so denken und sich das wünschen, nicht in der Hand, also die Produktionsmittel nicht in der Hand haben. Ich glaube, es ist sehr schwer, die Leute zu überzeugen, die tatsächlich die Möglichkeit haben, das umzustellen oder so. Ich habe halt immer das Gefühl, wenn ich irgendwie, ich persönlich fühle mich halt immer in diesem Zugzwang, mich selber irgendwie so einigermaßen über Wasser zu halten und
vielleicht auch noch die Bedürfnisse von, also die Erwartungen meiner Eltern zu erfüllen und sonst was. Und dann halt irgendwie daneben irgendwie so das Ding, also mein Ding zu machen, was ich gerne, also dafür zu arbeiten, dass es irgendwie besser wird. Und deswegen finde ich halt auch irgendwie, dass es, also klar kann man es nicht von heute auf morgen umstellen oder so, aber ich finde halt schon, dass es halt, also, dass es halt schon radikalere Ansätze braucht, um dann, also da halt, oder so ein radikaleres Umdenken irgendwie, das möglichst irgendwie total, also, ich weiß nicht, also, wo ich einfach immer nicht weiß, wie es umsetzen kann, irgendwie, genauso eben, und halt, beispielsweise, was mache ich dann, wenn, also, ja. Ja, es ist schwierig, man verzettelt sich da, aber man kann es halt eben nicht radikal umsetzen. Ja, und das ist halt auch, dass wir vielleicht in zu kurzen Zeitabständen denken. Aber wenn wir jetzt schauen, wie zum Beispiel der Kirche, wie immer mehr weniger Leute diesem System vertrauen, diesem Glauben vertrauen, so wird es vielleicht auch mit dem Geldsystem sein oder mit denen, die heute sozusagen mächtig sind. Sie sind ja nur mächtig, weil wir an sie glauben und weil wir an dieses System glauben. Aber durch diese ganze Information, die immer mehr irgendwie sich verbreitet und doch auch vielleicht einen oder anderen Skeptiker immer wieder erreicht, werden wir das Vertrauen verlieren in das System. Und dann ist einfach möglich und es wird hoffentlich stufenweise passieren und nicht auf einmal, weil wir nicht wissen, was passiert, wenn etwas radikal zusammenbricht. Das kann es auch in eine andere Richtung hochschießen, weil das heißt dann nicht, dass plötzlich alle radikal einen Bewusstseinssprung machen, sondern es kann sein, dass irgendein Strache oder ich weiß nicht, wer halt plötzlich radikal dasteht und seine Ideen durchsetzt. Also ich hoffe, es passiert eher langsam und wirklich, dass wir mitwachsen können und nicht so radikal. Aber also radikal ist eher so gemeint, tatsächlich sich überlegen und Dinge bei ihrer Sache zu benennen und irgendwie so, ja, aktiv und halt an der Wurzel, also nee, also halt an der Wurzel. Durch Taten, ja. Also über, ja. Halt beispielsweise, dass man bestimmte, also beispielsweise finde ich halt Fairtrade irgendwie sicher, kann es irgendwie viel, also irgendwie irgendwo im Kleinen was bewegen, aber ich glaube, es ist halt trotzdem nicht die Lösung oder so irgendwie, weil es halt einfach trotzdem vieles in Frage stellt. Und da meine ich halt, dass es halt auch radikaleres Denken bedarf, irgendwie so. Es ist vielleicht die Einstiegsdroge. Also die Leute trinken nicht mehr den normalen Kaffee, sondern sie trinken den Fairtrade-Kaffee. Das kann auch genau das Gegenteil sein. Das kann auch sein. Dass sie jetzt sagen, okay, ich trinke jetzt halt Fairtrade und deswegen... Und haben schon alles gemacht und dann zu Weihnachten auch die Spende und damit beides los. Von denen gibt es leider genug, aber wie gesagt, wir können resignieren und sagen, ja, keine Chance. Warum leider? Es ist ein Schritt. Ja, es ist sicher nicht von jedem erwarten, dass er vollkommen plötzlich seine ganze Vergangenheit überbord wird. Ich meine, das schafft man sicher in einer Extremsituation, nach einem Unfall, einem Nahtod der Erfahrung, keine Ahnung was. Ja. Plötzlich hat man komplett ein anderes Bewusstsein, aber für den Menschen ist es einfach Schritt für Schritt. Jeder. Und das hat auch der Hülsenberger, der ehemalige Umweltminister von Brasilien, der vorher in der Pharmaindustrie Unkraut vernichtend Mittel erstellt hat und dann umgeschwenkt ist in einer Versuchsform, gesagt, es macht keinen Sinn, den Schädling zu vernichten, sondern den Wirt zu stärken. Also das ist viel sinnvoller, weil der Wirt verträgt. Wenn er gesund und schon stark ist, verträgt er die Schädlinge, die er auch einen Nutzen hat, irgendwo. Ich glaube dann dahin, weiß nicht, ob du oder du fragst dich das auch. Sie sollen den Nutzen haben, das System zu prüfen. Der Schädling hat den Nutzen, nein, das System zu prüfen. Nein, das kommt krass. Guter Trick. Ich wollte jetzt gerne kurz mal anschließen auf diese Fairtrade-Geschichte. Ich war bei einer Veranstaltung, wo verschiedene Firmen oder Gemeinschaften vorgestellt wurden, in Graz, wo verschiedene Gemeinschaften vorgestellt wurden oder Firmen, wenn man den Firmennamen sagen darf.
Ja. Göttin des Glücks, Sie werden noch jemand schon was gehört hat davon. Wir mit Fairtrade und Bio, nur wenn dann dort vorgetragen wird, ja, Sie lassen in Indien die Baumwolle machen, Bio, mit weniger Wasserverbrauch, dann lassen Sie in auf Mauritius lassen Sie, nein, Indien wird noch gefärbt und dann wird auf Mauritius wird genäht und dann kommt es nach Europa. Entschuldigung, das ist für eine Exklusivität. Und dann haben Sie noch 600 Punkte bei der Gemeinwohlökonomie von Felber. Also das ist für eine Ressourcenbasierte Wirtschaft, ist das, glaube ich, da muss man mehr ins Regionale gehen. Ja? Ist es richtig, das zu beleuchten in jedes Detail? Aber es ist in einem Fußballfeld kannst du nur in eine Ecke oder in eine andere Ecke laufen. Du kannst nicht über Zaun springen, dann spielst du nicht mehr mit. Also, ja, sicher, aber ich kann mich jetzt nicht daran hinstellen und sagen, so, das ist es jetzt. Das ist es momentan. Das sagen Sie nicht. Das sagen Sie nicht dazu. Ja? Also, Sie stellen sich, Sie wollen eine Auszeichnung dafür, aber das ist vielleicht ein Weg, aber es ist keine. Das ist überhaupt keine Lösung. Es ist eine Katastrophe, den Leuten vorzugaukeln, dass das auch bitte das, weil das ist jetzt das Nonplusultra, das uns rettet. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt. Also ich für mich persönlich muss sagen, ja, das stimmt absolut. Es gibt x Beispiele, wo man genau weiß, das ist nicht das Gelbe von Ei, obwohl es einem so hingestellt wird. Und das sind auch die besseren Beispiele. Es gibt ja, die anderen Produkte steht auch super drauf und neu und vielleicht nicht Bio, weil das eigentlich daran ist, aber halt was Ähnliches und es ist halt weit weg von dem. Und ich wollte noch kurz zurück auf das negative Beispiel, wie man die Leute jetzt überzeugen kann, weil so viele jetzt noch im Hamsterrad laufen. Das Problem ist, das erinnert mich sehr an den Film Matrix, den wir wahrscheinlich die meisten kennen. Und ich glaube, wir leben in diesem Sklavensystem. Und Maria von Eben-Eschenbach hat schon gesagt, die glücklichen Sklaven sind der bittersten Feind der Freiheit. Und solange die Menschen, und speziell in Österreich, und wir haben eine AAA und wir sind eines der reichsten Länder, mein Vater hat schon gesagt, bevor der Österreicher auf die Straße geht, muss man uns von der Geldbörse erlösen. Also in Österreich ist es sehr schwierig, die Leute vom Fernseher wegzuholen. Weil wir leben noch, der Großteil der Österreicher lebt noch sehr, sehr gut. Der Druck ist nicht so da zu spüren. Ich meine, es ist sehr wohl zu spüren, wenn ich in der Schule irgendwie. Noch nicht groß genug. Ja, für manche ist er noch nicht groß genug und für viele ist er schon sehr, sehr groß. Wenn wir anschauen, wie viel Zeit die Eltern für die Kinder haben, wie viel sie ihnen bieten können oder nicht bieten können, wie viel Stress sie haben, wie viele finanzielle Probleme es gibt, wie viele Suchtprobleme es gibt, wie viel wir wirklich verkehrt machen bei der Kindererziehung, bei der Schulausbildung, bei all diesen Sachen. Aber man könnte narrisch werden. Es fällt den Menschen nicht auf. Sie werden doch zugemüllt mit dieser Werbung und so weiter und mit den Einkaufszentren. Dann geht dieses Walvieh in die Einkaufszentren und labt sich an glitzernden, bunten Trögen. Also, und das ist das Leben. Ja, so schaut's aus. Ja. Das kann wieder umstimmen. Aber es klingt immer wieder so aus, wenn man es ausspricht. Bitte schön. Ich glaube, das Wort System wird so missverstanden. Es wird meistens statisch, ja, und es soll aber beweglich sein. Ja, also das ständige Mitdenken von einem System, und das ist ganz wichtig. Ja, das Dynamische. Ja, das Dynamische. Das kriegen wir halt überhaupt nicht mit. Das kriegen wir, das funktioniert bei uns scheinbar nicht, bei den Menschen. Ich glaube auch, es kann nicht sein, dass nur wir das erkennen. Also ich glaube, also manchmal möchte ich behaupten, dass das hat wer absichtlich so gemacht. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mir halt, wie kann es sein, dass es so viele Lehrer zum Beispiel in Österreich gibt und die wissen, dass es nicht funktioniert oder die wissen aus Erfahrung, wie man gewisse Sachen viel besser machen könnte. Aber selbst die schauen jetzt nicht auf die Straße zu gehen und sagen, wir unterrichten so nicht. Ich weiß es nicht. Warum. Ich hoffe, dass irgendwann die Leute den Mut finden. Es ist eine gewisse Intelligenz und der Mangel. Ja. Das Wort System richtig einzusetzen, zu verstehen. Ich glaube, warum die Leute tun das. Ich habe schon den Überblick verloren. Also wenn ihr das wisst, dann macht ihr das. Sie?
Also ich muss dem Herrn beipflichten, dass ich glaube, wir wissen alle, um was es geht. Oder? Ich finde diese Fairtrade-Diskussion so irgendwie total obsolet hier, weil wir nicht so viel Zeit haben. Und ich würde gleich gerne an den Herrn eine Frage stellen, weil Sie haben den Begriff der Handlungsfreiräume ganz zum Schluss, Handlungsräume erwähnt. Und ich finde irgendwie, vielleicht geht es für mich darum, oder ressourcenbasierte Wirtschaft kann halt vielleicht nur funktionieren, oder eine Wirtschaft kann nur funktionieren, wenn wir uns halt genau klar sind, was brauche ich für Handlungsfreiräume, für meine Ideen oder für meine Utopien. Und wie komme ich zu denen? Und vielleicht könnten wir dann auch mal eine Abschlussrunde machen und uns überlegen, wie kommt man zu diesem, was brauchen wir für diese neue Wirtschaft, für Handlungsfreiräume und wie kommen wir zu denen? Und ich glaube, die können sich auch in ganz unterschiedlichen Maßstäben bewegen. Für den einen ist mehr der Nachbar interessant und für den anderen ist eben mehr die neue Wissenschaftstheorie interessant. Das ist ja egal. Ja. Würde ich gerne aufgreifen, es gab nur ein paar Meldungen, oder vielleicht willst du gleich antworten. Also, wovon ja schon lange geredet wird und was warum ich nicht weiß, und wenn ich erklären kann, dass es da nicht weitergeht, ist das Grundeinkommen. Also das Bedingungslose heißt, ich würde das B weglassen für bedingungslos. Aber das Grundeinkommen wäre für mich schon eine total gute Lösung, weil es eben den Menschen den Freiraum gibt, das zu tun, was sie für richtig halten. Radikal. Und, bitte? Das ist wirklich Und nur bis die, wenn wir das versuchen, mit dem jetzigen Finanzsystem umzusetzen, dann rechnet sich das nicht, weil einfach da kein Profit dabei herauskommt. Aber solange eben da die Fäden in diesen Händen sind, werden wir schwer herauskommen davon. Aber was ich noch grundlegend zu überlegen finde, ist, dass man die Wirtschaft wieder regionalisiert. Weil es ist erwiesen, dass 70%, was wir täglich brauchen, aus dem Ausland kommt, noch dazu aus dem fernen Ausland, nur 20% aus Österreich, nur 10% aus der Region. Das war genau einmal umgekehrt, und zwar zur Zeit, wo glaube ich, bei unseren Großvätern das noch war. Weil wir müssen unbedingt, ich glaube, das ist unumkehrbar, dass wir die Produktion wieder dorthin verlegen, wo der Konsum erfolgt. Weil dann würde auch der Transport irgendwie davon nicht mehr relevant sein und mit dem Abfall wird man auch ganz anders umgehen. Und dann hätten wir schon die vier wichtigsten Triebräder dieses Hamsterrades weitgehend eliminiert. Und das sind doch nachvollziehbare und machbare Sachen. Weil wir alle können auch ohne Geld arbeiten. Das Klaus macht ohne Geld, die Kühe geben Milch ohne Geld und ich kann auch schuften tagelang, ohne dass ich Geld brauche. Also wo ist das Problem? Da gehört es nur der Konsequenz, dass man es an Schulterschluss herstellt und das durchziehen und der Schulterschluss geht aber irgendwie. Aber den Weg zurück, das ist schwieriger als den Weg vor. Also der braucht wesentlich länger. Wieder zurück den Weg. Was? Vielleicht hast du gerade gesagt, wie es. Ja, nicht vor und zurück, sondern wohin muss hin. Okay, es geht darum, wie das funktionieren kann, oder? Also, was ich kennengelernt habe, vor kurzem ist eine Initiative, die heißt Simultaneous Policy, also eben gleichzeitig geschaltete Gesetze im Prinzip. Und da geht es eben darum, warum schaffen eben bestimmte Staaten es nicht, ökologische Verträge, also Gesetze zu ökologisch verträglicher Produktion oder sowas einzuführen. Und dann geht es halt immer darum, dass die Staaten, die sowas einführen, haben halt Angst, dass sie dann im Wettbewerb, also Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. Und diese Initiative setzt eben genau da an, dass sie sagt, weil nie einer den ersten Schritt machen kann, weil er sonst glaubt, er ist der Verlierer in diesem sozial-ökologischen Bereich oft, setzt die halt daran an, dass mit den politischen Systemen, die im Moment schon existieren, solche Dinge gleichzeitig durchgesetzt werden können. Genauso wie das Grundeinkommen. Und das funktioniert so, indem Menschen, also die einzelne Wähler in Ländern, ihre Stimme an denjenigen Politiker versprechen in der Zukunft, der sich dieser einen Initiative dann wirklich verschreibt. Und die Politiker schreiben sich dem auch, und es wird halt auf der Website alles sehr schnell erklärt, wie das funktionieren soll, dass eben keiner einen Grund hat, dann aus diesem Versprechen auszubrechen, weil einfach dann eine ganz große Wählerfront dahinter steht.
Und weil es dann, also für den Politiker gibt es dann keinen Grund, das nicht einzusetzen, weil er dann gegenüber allen anderen blöd dasteht, die es machen. Aber das ist jetzt, ich will es gar nicht so genau erklären, aber ich würde es empfehlen, Simple, also von Simultaneous Policy, kann man sich anschauen, die haben eben ein Konzept, für, also ein Vorschlag für die, die sich wundern, warum kann man etwas nicht im großen Rahmen implementieren. Also das mal anschauen. Könntest du das bitte in den Sender doch eintragen? Ich glaube, es mangelt wirklich nicht an Ideen und Vorstellungen und wem, aber es mangelt eben an dem, dass viele Leute sich noch nicht betroffen fühlen, noch nicht berührt fühlen. Und das liegt, also wenn man da Leute erreichen kann, dann vielleicht mit seiner eigenen persönlichen Qualität und seinem eigenen Raum und seiner eigenen Ausstrahlung, dass neue Kommunikationswege irgendwie eröffnet. Weil ich bin mir sicher, wenn wir uns für 10 Tage irgendwie reinsetzen würden in einen Raum, hätten wir so viele Lösungsmöglichkeiten, so viele Sachen. Also das wäre nicht das Problem. Aber das Problem ist, dass wir eigentlich gar keine Demokratie haben, weil die Leute ja nicht mal wissen, was sie da eigentlich abstimmen oder beziehungsweise wie das Ganze aufgesetzt ist. Das ist absurd. Ich meine, überhaupt wenn man nach Amerika schaut, das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. Aber gleichzeitig sind wir drinnen irgendwie gefangen, solange die Leute nicht das Bedürfnis haben, den Wunsch haben nach was anderem. Und den Wunsch können wir uns gegenseitig irgendwie wecken, inspirieren. Vielleicht anlehnend dazu, es gibt ja das Konzept, was jetzt mittlerweile, ich glaube, so 100 oder mehr Städte jetzt umgesetzt haben, von Transition Town, wo es wirklich auch in ganz, ganz kleinen Netzwerken angefangen hat. Also wirklich in der Nachbarschaft haben sie vielleicht angefangen, okay, wir machen nämlich einen gemeinsamen Garten. Und das ist da so weit expandiert, dass mittlerweile ganze Städte ihre eigene regionale Bedürfnisse decken. Und das finde ich also sehr spannend auf Praxisebene, obwohl es teilweise ja retro klingt und die produzieren sich dann Salbe selber. Aber eigentlich zeigt das ein ganz, ganz starkes Potenzial, wo es eigentlich wieder sagt, wir stehen, die ganze Gesellschaft besteht aus kleinen Netzwerken und eventuell, wenn wir uns eben gegenseitig affektieren, wächst das tatsächlich. Und ich glaube, es wäre auch nicht effektiv jetzt, ein neues System zu konzipieren und dann auf politischer Ebene umzusetzen, weil es braucht auch Zeit für die Menschen mitzuwachsen mit dem System und langsam aktiviert zu werden. Und ja, ich würde es noch. Gibt es ein lustiges oder interessantes Beispiel? Kennt ihr vielleicht der Curitiba, eine Stadt in Brasilien ist das, glaube ich? Hast du schon mal davon gehört? Also da gibt es einen Dokumentarfilm, irgendwas Curitiba, wir haben es auch im Handout drinnen. Und da hat der Bürgermeister von der Stadt hat dieses Konzept irgendwie begriffen, dass man mit wenig Mitteln sehr viel erreichen kann. Er hat zum Beispiel gesehen, dass das U-Bahn-Systeme toll sind, weil sie ermöglichen den Leuten, selbst sehr armen Leuten, durch die ganze Stadt zu fahren. Aber er hatte nicht das Geld, jetzt die Erde dort aufbohren zu lassen. Es ist extrem kostspielig. Was viel günstiger ist und viel schneller umzusetzen ist ein Rapid Bus System, glaube ich, hat er das genannt. Das sind einfach Buslinien, die wie U-Bahn-Linien verkehren, wo im Minutentakt immer wieder ein neuer Bus kommt, wo die Station außen ist, also ähnlich wie unsere Systeme, unser Bussystem, nur halt so, dass der Hauptteilanteil der Straße den Bussen gehört und nur jeweils eine Spur für die Autos da ist. Das heißt, da gibt es nicht 4 Spuren für Autos, sondern fette Linie für die Busse, da gibt es keinen Stau, kein gar nichts. Die sind natürlich groß und irgendwie auf Gas und was auch immer da. Also die kann man nachhaltig halt auch herstellen. Und das Ding kostet gar nichts. Und anstatt dass der viel herumredet mit seinen Parteifreunden und Feinden, hat er das über Nacht eingesetzt. Also er hat über Nacht so eine Linie eröffnet. Die Leute haben Juhu geschrien und haben das gleich benutzt. Und somit kommt diese ganze Diskussion, ob das jetzt sinnvoll ist oder welche Firma und bla bla bla, das alles ist weg gewesen. Einfach weil die Technologie eingesetzt wurde, akzeptiert und geht schon. Und dasselbe hat er dann auch gemacht mit Begrünung von, also wie sagt man da? Wie wurde das finanziert? Also wie wurde das eingesetzt? Er hat es auf seinem Budget, es war nicht so teuer. Das war das aus Ding. Seinem persönlich? Von der Stadt. Von der Stadt. Ja, aber da würden sich doch alle bei uns drüber aufregen.
aufregen. Naja, es ist was anderes, wenn du sagst, du brauchst 7 Milliarden für die EU, weiß nicht, 27, oder wenn du sagst, du brauchst mal jetzt, keine Ahnung, 100, 200.000 für irgendwas. Das ist einfach was anderes. Und es hat einfach ein gutes Beispiel einfach gezeigt, dass das funktioniert. Und somit konnte man nicht darüber streiten oder könnte man auch nicht irgendwie ja, politisch dagegen sein, weil die große Masse schon dafür war. Und er hat ganz, ganz tolle Sachen eingeführt, freie Bibliotheken, die wie Leuchttürme überall in der Stadt verteilt sind. Er hat ein System eingeführt, wo Menschen, die den Müll aufsammeln, also die Ärmsten der Ärmsten, auch was zu tun haben. Und wenn sie, ich weiß nicht, gewisse Pakete von diesem Müll hinbringen zu einer Sammelstelle, da wird nämlich urviel, also ich weiß jetzt nicht, was der Prozentsatz ist, aber es wird im Vergleich zu uns fast alles recycelt, weil die Leute eben diese Sachen sammeln. Und für so einen Sack kriegen sie Essensrationen. Also es ist jeder irgendwie mit einbegriffen und man versucht eigentlich ganz anders an die Situation heranzugehen. Kuritiba. Also es gibt in Frankreich, haben sie Bürger zusammengetan, haben einen Bauern auserwählt oder mit ihm das Einverständnis auserkoren und der produziert für dich. Ja. Das heißt, wir können jetzt die Mineradresse austauschen, wir rufen einen Bauern an und in ein paar Monaten haben wir unsere erste Ernte. Das gibt es ja schon. Das gibt es schon in Wien. Ja, gibt es ja. Sorry, in den Umlauf von Wien gibt es dann. Community Supported Agriculture. Ja. Also ich will damit sagen, wir brauchen nicht auf politische Systeme warten für so etwas. Da kann man unmittelbar aktiv werden. Umgekehrt muss man, glaube ich, schon in gewissen Bereichen trotzdem politisch aktiv werden, um Änderungen hervorzurufen. Ich glaube, das kommt dann irgendwie automatisch, wenn die Community wächst und das Bedürfnis da ist nach Veränderung, dann kann man das politisch umsetzen. Das ist im Endeffekt noch immer eine Demokratie und was die Mehrheit will, wird umgesetzt werden. Aber sofort funktioniert es bis jetzt ja, nicht. Ja, so ist es halt nicht. So könnte es funktionieren, wenn wir aufstehen würden. Ja. Aber zu diesem politischen Weg, das bedingungslose Grundeinkommen geht zum Beispiel diesen Weg. Also die sind jetzt in Europa so weit, dass sie eben diese, seit einem Jahr oder so kann man eine europäische Bürgerinitiative einreichen und die waren unter den ersten, die das versucht haben und sind dann an rechtlichen Schranken gescheitert. Aber ich glaube, sie sind jetzt gerade in der Phase der Neuformulierung und wollen das eben als europäische Bürgerinitiative in Europa auf die Agenda bringen. Mal sehen, wie weit sie kommen. Aber das wäre der Weg, wenn man die jetzt herrschenden politischen Strukturen versucht zu agieren. Wenn groß genug eine kritische Masse zusammen ist, kann man viel in Angriff nehmen. Aber immer noch ganz kapiert, was ist die ressourcenbasierte Wirtschaft? Das ist ein, im Endeffekt ein anderer Name für eine andere Einstellung zum Leben und miteinander umgehen. Aber dann hat im Sinne von einem demokratischen Umgang miteinander, oder? Naja, es stellt sich die Frage, wie viel von diesem rechtlichen Zeug, von diesem Zeug, das wir momentan haben, um gewisse Sachen zu regeln, wirklich noch notwendig sein wird, wenn man sich schrittweise einfach in diese neue Richtung bewegt, wo die Sachen einfach im Überfluss da sind, wo man nicht mehr arbeiten oder immer weniger arbeiten muss, um die Sachen herzustellen, wo man immer effektiver auf die Umwelt aufpasst und so weiter, wird man immer weniger aufpassen müssen, weil einfach der Impuls nicht mehr da ist, zu sagen, okay, ich möchte jetzt das Maximum an Profit rausholen. Es wird keiner wird sagen, ja, bitte, ich nehme den Job an, weil ich brauche ihn oder ich muss ihn haben, sondern er ist schon gedeckt, wir sorgen einfach füreinander und da geben wir einfach viel weniger Wachstumsraum für so kriminelle Sachen, wo man heute sagen würde, ja, man braucht da fixe Regeln, damit man das irgendwie in Zaum hält. Ich glaube, dass all diese Probleme, die wir so mit uns tragen heute, wirklich viel weniger werden würden, je mehr wir in diese Richtung einfach vorankommen. Funktioniert das bei 7 Milliarden? Die meisten Menschen sind friedlich. Die meisten Menschen werden nicht geboren und haben einen Wut auf die Menschheit und wollen alle Menschen umbringen. Ich behaupte, dass kein Mensch so geboren wird. Wir wachsen halt auf in ein System, das uns solche Ideen in den Kopf setzen kann oder das uns in solche Zwangssituationen bringt, wo wir dann eigentlich überhaupt oben nicht mehr gut funktionieren. Und je mehr wir es schaffen, diesen Druck rauszunehmen von den Kindern, von uns selber auch, desto weniger
wen werden wir solche Fehlfunktionen haben? Von der westlichen Standpunkt aus, wenn ich China betrachte, ist ein großer Teil, oder andere asiatische Staaten, ist ein großer Teil, liegt in großer Armut. Ja. Ganz andere Bedürfnisse wie hier. Ja, und das ist wieder die Frage, wie definiert man Armut? Ist Armut jetzt wirklich, wenn ich keinen Strom habe und wenn ich nur ein Dollar pro Tag habe, oder ist Armut vielleicht was anderes? Also es leben sicher viele Leute in extremer Armut, die aber trotzdem ein vielleicht qualitativ sogar vielleicht höherwertigeres Leben haben als so manche einer von uns hier. Also sogar wissenschaftlich erwiesen, wenn man jetzt auf die Wissenschaft wieder zurückgeht, dass wenn ich mir ständig um das Essen Sorgen machen muss, dass ich genug habe, dass ich dann psychische Defizite auch noch ganz, also unabhängig von der Mangelernährung, ja, die Defizite im Gehirn auslöst und ja, im gesamten Organ. Also für mich ist die Frage, wie schafft man es? Es geht um die Allokation und die Zuteilung. Ja? Also ich hätte kein Problem, wenn wir das Zeug, was wir heutzutage in Österreich und in Europa alles wegschmeißen, wenn wir das einfach herschenken würden. Alle anderen, beziehungsweise das ist ja auch komplett überheblich eigentlich. Ich glaube, dass die Leute, wenn wir sie nicht mit unseren politischen Mitteln so dermaßen unter Druck setzen und sie in Kredite irgendwie mit Krediten niederdrücken und dass die politisch eigentlich selber nichts mehr machen können und alle, die dort politisch sind, sind eh auch alle korrupt. Wenn man die Leute in Ruhe lassen würde, alleine, wären sie wahrscheinlich in ein paar Jahren so weit, dass das ihnen ganz gut geht. Also da bin ich eigentlich wieder bei Jan. Im Grunde muss man sie zurückziehen auf lokale Einheiten. Denn selbst wenn wir das Essen wieder hergeben, das in China ist, dann ist es sehr schwierig, weil die Lebensmittel die Haltbarkeit haben. Also sicher, in China können wir das den größten Einfluss haben, ist auf der Karte. Ja. Aber das ist eigentlich halt, die Philosophie ist schon, das gibt es auch nicht. Ne? Weil da habe ich den Einfluss, da habe ich die Übersicht über die Produktionsweise und so weiter. Ja, nein, ich glaube, das sind komm, ich wollte das nur. Wollen wir die zwei, da ist jemand da noch nie. Du wirst vielleicht was zum Thema sagen? Ja, ich wollte nur kurz nochmal zurückkommen, okay, weil wir auf die Politik vorher angesprochen haben, auf die Politik vertrauen soll oder so, dass die Politik vielleicht was ändern könnte. Man muss sich einmal vorstellen, wir geben den Politikern unsere Stimme und kaufen dann bei der Industrie unsere Waren, geben das Geld der Industrie und die Industrie hat das Geld, um dann die Politiker zu bezahlen. Also, und das sieht man ja an den ganzen Beispielen von verschiedenen Firmen, die dann oder Banken, die dann in der Regierung sitzen, die Leute, und dann wieder wechseln in die Wirtschaft und so weiter. Also ich glaube nicht, dass man politisch, dass sich da viel ändert, außer wenn jetzt vielleicht einer, ein einziger, ohne sich mit den anderen abzusprechen, eine Buslinie herstellt. Also, politisch ändert sich erst was, wenn sich im Bewusstsein was ändert. Wenn sich im Bewusstsein nichts geändert hat, wird sich politisch nichts ändern. Wenn sich bei uns im Bewusstsein was ändert das, wenn man die Hand, die einen füttert, nicht beißen kann? Die Politiker werden nicht auf uns hören, sondern hören auf das, nein, ich gebe dir recht, Geld herkommt. Es ist alles durch und durch korrupt. Es ist Wahnsinn, überhaupt noch dran zu glauben, dass das irgendwie eine Demokratie ist und irgendwie funktioniert. Weil es funktioniert demokratisch nicht. Es funktioniert, wenn Wirtschaften heißt, dass man die Sachen entsprechend gut verteilt, dass jeder was in dem Haushalt sozusagen zum Beißen hat und glücklich ist, dann funktioniert unser Wirtschaftssystem aber sowas von dermaßen nicht. Also es ist eh alles so groß und in solchen Leuchtbuchstaben, es funktioniert nicht, alles steht, es ist alles korrupt, aber trotzdem schlecht. Doch kann man nur mehr zurückgehen auf Regionale, wo man die Leute kennt, mit denen man zusammenarbeitet, im Moment. Ja, warum nicht? Man kann das tun und man kann sich im Internet realisieren, dass wer andere irgendwo in Südamerika auch schon die Revolution irgendwie plant und wer andere auf der anderen Seite, und man merkt, dass die Leute doch aufwachen, und es ist vielleicht noch nicht der Schneeballeffekt so groß da, dass es jetzt in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren plötzlich so weit sein wird, keine Ahnung. Wer weiß, was mit dem Wirtschaftsmotor noch passiert. Aber irgendwann werden wir da hinkommen, und ich vertraue absolut darauf, sonst würde ich wahnsinnig werden. Okay, 1, 2, 3. Ja, ich wollte noch anschließen an die Frage eben so, wie funktioniert das bei 7 Milliarden und wie, wenn man da auf Länder wie China blickt oder so, sowas kann man sich natürlich immer fragen, und irgendwie, aber ich frage mich, wo es da irgendwie sinnvoll ist, weil man natürlich keiner jetzt heute einfach so ein System parat hat, wo sagt, ja, so und zack, so funktioniert das auf die ganze Welt umgesetzt. Und
Ja, also ich glaube, solche Fragen können auch eigentlich kontraproduktiv sein. Und ich denke mal, also da schließe ich auch bei dir an, wie du vorher gesagt hast, ja, ich denke mal, man sollte einfach vorleben, wenn jeder so versucht zu leben, oder sich denkt, so, ich versuche wirklich so zu leben, dass ich sagen kann, okay, wenn viele Leute so wie ich leben würden, dann würde sich schon vieles zum Besseren entwickeln. Und ja, ich denke, also ich bin auch überhaupt ein großer Freund von solchen super Ideen. Ja, so, und ich habe jetzt das richtige System und jetzt muss ich alle anderen davon überzeugen, da mitzumachen. Weil sowas ist halt schwierig, eben wie auch du gesagt hast, so diese kleinen Sachen, die da in der Nachbarschaft beginnen, ich glaube, sowas ist einfach viel wertvoller. Natürlich muss man dann halt damit leben, dass man vielleicht einen großen Umschwung selbst nicht mehr miterlebt, weil das halt einfach lang dauert, aber ja, ich glaube, dann ja, ist das schon der Umschwung. Ja. Wenn man selbst das tut. Ja, eben. Das ist gut. Also ich finde dieses Bild, was ihr vorher hattet, mit dem Organismus und der Erde, also da bin ich immer noch dran drüber nachdenken. Also wenn man jetzt sagt, wir als Menschen sind analog zu einer Zelle in unserem Körper, muss man gucken, was so ein Organismus für Sachen hat. Also Verstoffwechsel, und wenn man das mal hochrechnet, der Stoffwechsel der Menschheit ist scheiße. Das ist halt, also wir konsumieren Rohstoffe und dann machen wir sie giftig und dann legen wir jeden Tag einen riesen Haufen, wo unsere Umwelt nicht mehr mit anfangen kann. Das ist so ein Ding, wo man ansetzen kann. Auf der anderen Seite, dieses Nervensystem, das Gehirn, das uns das Internet jetzt so seit 15 Jahren zur Verfügung stellt, denke ich, ist quasi unsere Chance, dass man dann über diesen Riesenorganismus, sage ich mal, dass der, ja, also der kopflosen Menschheit wächst gerade ein Gehirn. Das ist jetzt vielleicht, wenn man das auch mal zeitskalisch hochrechnet, das ist jetzt vielleicht Embryo-Kleinkind-Alter oder so, ja? Aber es hat so ein Potenzial, dass wir wirklich diese Ströme, die wir schon haben, Warenströme, kann man sagen, zu Blut oder was weiß ich, ja? Dass wir die halt irgendwann lenken können in die Richtung, wo es gebraucht wird, weil halt von da dran auch über die Nervenzellen oder das Internet sagen kann, okay, hier fehlt jetzt das und das. Ja. Ich bin ja, ich mach's kurz. Also ich glaube, wir haben jetzt irgendwie ziemlich viel darüber gesprochen, was schief läuft und irgendwie die schlechte Welt ist. Und ich glaube, wir haben wenig konkrete Beispiele gesprochen, was könnten wir in unserem Umfeld machen, was wäre für uns ressourcenbasierte Wirtschaft. Und also zum Beispiel für mich wäre das halt irgendwie zu schauen, was habe ich für Ressourcen, was habe ich auch für Geld und brauche ich das Geld gerade, brauche ich das für andere mehr, was habe ich für Lebensmittel, brauche ich das für andere gerade. Und ich finde, das sind halt kleine Schritte, wo ich mir denke, das kann ich in meinem täglichen Leben machen. Und es wäre schön, wenn es irgendwann einmal für die ganze Menschheit auf der Erde gelten würde. Und da gibt es wahrscheinlich verschiedenste Ansätze, die man vielleicht dazu kommen kann, indem man das Internet verwendet oder anderes. Aber für mich war es nicht so, wir sollten nicht irgendwie nur darüber reden, was alles falsch läuft, sondern was kann ich konkret da jetzt irgendwie gerade machen, so, ja, ohne uns irgendwie erhaben zu fühlen über andere Menschen, die vielleicht nicht so das Bewusstsein dafür haben, was falsch läuft. So, weil, ja, weil es eben auch viel darum ging, so, wir wissen ja alle, was gut ist und so, aber wir können halt auch was machen und niemanden verurteilen, wenn nicht der andere halt vielleicht nicht gerade in der Position ist zu sagen, ich kann mir jetzt den Luxus rausnehmen und kann mir halt Gedanken, die wir auch machen, aber wo, also wie ressourcenbasiertes Wirtschaften irgendwie stattfinden kann. Entschuldigung, das ist schon viel zu lang. Ja, es ist sicher das Schönste, wenn diese Menschen eine Erfahrung machen. Wenn sie zum Beispiel plötzlich von dir mit irgendwas beschenkt werden, dass sie normalerweise in ihrem Kopf, in ihrem System, hätte das normalerweise vielleicht keinen Platz. Und dann kommt jemand wie du und macht was Besonderes eigentlich für sie. Und es kann jemanden schon rausreißen aus der Bahn, dass man irgendwie auf einen anderen Geschmack kommt. Es ist jetzt kurz vor halb. Du hast noch abgesagt vorhin. Ich würde eigentlich nur auch auf China zum Beispiel kurz eingehen und sagen, dass wir trainieren oft immer so große Bilder zu machen und dort läuft es so und da läuft es so und dort drüben anders. Und in China zum Beispiel gibt es auch allerhand auch positive Beispiele, obwohl es dort auch wahnsinnig ist, aber wo man wirklich mit zum Beispiel
Platzproblematiken konfrontiert wird, wo man teilweise schon fast einen nachhaltigen Umschwung ansetzen muss, weil es anders nicht geht. Da haben sie zum Beispiel angefangen, ganze Dörfer auf Permakultur aufzustapeln ein bisschen, aber so dass die Dörfer nicht in die Städte migrieren müssen, wo in der Stadt ja eh schon ein zu extrem dicht ist, und sich dort versorgen können und dort das Regenwasser verwendet wird, um Dächer zu bewässern. Und ich würde sagen, nur sagen, darauf aufmerksam, dass sich schon auch immer mehr aus dem Bedürfnis was verändern werden wird. 100%, weil die Umstände. Ich glaube, wir unterschätzen das menschliche Potenzial. Ja. Ich glaube, wir unterschätzen uns komplett. Ich glaube, dass wir das Zeug haben, innerhalb kürzester Zeit ein Wunder zu vollbringen und dass immer dieser Schneeball wirklich ins Rollen kommen wird. Aber wir müssen halt bis dorthin so aufpassen, auf uns selber aufpassen, dass wir nicht verbrennen. Weil vielleicht sind wir jetzt gerade ein paar bisschen die Vorreiter, aber ich meine, irgendwann werden wir wahrscheinlich von der Lawine überrollt werden und nicht verstehen, was gerade abgeht. Und werden uns plötzlich alle Leute irgendwie erzählen, hast von dem schon gehört, weißt das, hey, ich kaufe mir kein Auto, ich fahre nur noch mehr mit dem Auto und so weiter. Es braucht ein bisschen Zeit. Also wenn ich das zum Beispiel bei mir in der Schule jetzt bedachte, ich bin jetzt das dritte Jahr dort und heuer ist das erste Mal, dass eine Lehrerin auf mich zukommt und sagt, sie ist jetzt vegan und trinkt jetzt das und das und macht jetzt irgendwie ganz eine bestimmte Sache, wo ich mir denke, habe ich noch nie gehört davon, aber urcool, jetzt lerne ich mal was von dem anderen in die Richtung. Und das war vorher eine Lehrerin, die ganz anders war. Und zu den Häusern, da gibt es auch Architekten, die zum Beispiel anders bauen. Das ist jetzt nicht so ein super Future-Haus, wie man sich in Futurama vorstellt, aber es heißt Earthship. Es ist ein Erdschiff. Und das Haus ist so konzipiert, dass das Regenwasser aufgefangen wird, dass es Strom produziert, dass es genug Sonnenlicht reinlässt, um im Winter auch warm zu sein, ohne extra Heizung. Dass drinnen teilweise ein tropisches Klima herrscht, wo man Jahr über sein Gemüse ziehen kann und so weiter. Also man kann schon. Und die Wände sind aus Autoreifen und Plastikflaschen. Und im Moment sind die Wände aus alten Autoreifen und Plastikflaschen und Dosen, um einfach Material zu sparen. Und das, dann, ich meine, was passiert, wenn man das Ganze kombiniert mit dem allem, was wir wissen, keine Ahnung, über Lehmbauweise und Strohballenhäuser. Und ich weiß nicht, eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das leibender wird als schlimmer. Also zumindest für mich. Optimist. Ja, Wie weit bist du schon mit deiner ressourcenbasierten Wirtschaft? Wie schaut dein Leben aus? Hochbeet, kleiner Garten, Hochbeet. In der Stadt? Oder? In der Stadt. Nicht mehr im 5. Bezirk wie früher, sondern im 21. wo ich ein bisschen einen Platz habe für ein Hochbeet und Kürbis und was halt so wächst bei uns, und Zucchini und so weiter. Also du hast einen eigenen Garten? Wir haben einen eigenen Garten. Okay. Wir versuchen gerade in der Gemeinschaft ein Feld zu bekommen, das wir gemeinsam bewirtschaften können. Das ist nicht so leicht, weil natürlich die ganzen Bauern, die es dort schon noch wohl gibt, auch verstanden haben, dass sie, wenn sie länger darauf warten, die Stadt irgendwann mal kommt und sagt, ja, jetzt kriegst du einfach die Millionen, wir bauen dort jetzt einfach eine Wohnhausanlage hin. Und das ist irgendwie eine komische Sache, weil ich oft das Gefühl habe, wenn man mit den Leuten redet, dass ihnen das schon sehr viel wert ist, dass man da noch ein Gemüse hat und noch ein Land hat. Auf der anderen Seite sehen sie halt das strahlende Geld und es wird wahrscheinlich keiner dabei sein, der sagt, pfeif aufs Geld, wir machen jetzt die Geschichte. Die Stadt Wien unterstützt das Urban Gardening, nennt sie das. Urban Gardening, ja. Aber wie weit kann sich selbst jetzt aus dem monetären System herausnehmen, außer jetzt sein Gemüse anzupflanzen? Also im Wohnen wird es kaum gehen, oder? Im Wohnen geht es am schwierigsten. Also da ist für mich zum Beispiel schon eine Schmerzgrenze. Ich schaffe es nicht jetzt zu sagen, okay, ich ziehe jetzt 100 Kilometer weiter weg von Wien und lebe in einer Kommune. Ich halte es nicht aus, das ist irgendwie nicht mein Ding. Aber zum Beispiel, ich konnte viel bei meiner Ernährung machen. Ich konnte viel bei meinem auch Konsumverhalten machen, ob ich mir jetzt ständig alles neu kaufe. Ich meine, ich bin ein Technikfreak und ich habe eine Kamera und versuche einen YouTube-Channel zu betreiben und Internet ist daheim und Computer und Laptop und keine Ahnung. Aber es ist anders wie vor, weiß ich, 10 Jahren, 15 Jahren, wo ich vielleicht den ganzen Tag vom Computer gesessen bin und irgendwelche Spiele gespielt habe und
mir irgendeinen Blödsinn im Internet angeschaut habe. Jetzt benutze ich diese Technologie, um mich weiterzubilden, um zu kommunizieren, um andere zu inspirieren, um mich inspirieren zu lassen. Obwohl ich sozusagen nichts lerne in einer Schule oder auf einer Uni, lerne ich jeden Tag von Menschen so viel Neues. Allein diese TED-Talks sind genial. Also, und da gab es zum Beispiel einen TED-Talk, den wollten wir eigentlich kurz einblenden, das haben wir nicht ganz geschafft, wo ein Mensch genau diese Rede hält und sagt, es sind so viele neue NGOs und Organisationen, dass wenn man eine Liste, sozusagen einen Abspann von diesen ganzen Organisationen laufen lassen würde in dem normalen Tempo, würde das, glaube ich, über eine Woche laufen oder so. Also es tut sich extrem viel, wir haben noch nicht zueinander gefunden, der Schulterschluss ist noch nicht so da, wie es notwendig ist, aber ja, wir müssen vertrauen, dass wir da hinkommen. Dieses Bild impliziert ein anderes Bild, nämlich dieser Traum vom Haus im Grünen. Und das ist einer der größten Probleme, die Österreich, Schweiz, vor allem Frauenberg hat, geht einher mit der Zersiedelung. Ich möchte vorschlagen, dass wir jetzt offiziell einen Abschluss machen und dann vielleicht nachher noch weiter diskutieren können, einfach aus Fairness, dass wir sagen, der Workshop war für 1,5 Stunden geplant und wir freuen uns ja, wenn man noch weiterreden kann. Genau. Das ist die Tiny Uhr zu diesem Dokument, wo wir das Handout drinnen haben und das man erweitern kann. Also und es ist so aufgebaut, dass es zuerst ein Überblick über Wirtschaftssysteme als Alternative zum Kapitalismus, also von der Theorie her kommen. Und dann haben wir Initiativen gesammelt, die in allen möglichen Teilbereichen des Lebens ermöglichen, vielleicht sich vom Geldsystem abzukoppeln oder sonst irgendwie aktiv zu werden. Und dann haben wir auch Beispiele für Kommunen, Lebensgemeinschaften, Städte aufgelistet. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch dazu beitragt, damit wir auch was lernen können, falls ihr dann noch was kennt, was wir noch nicht kennen. Ja.